Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter. Wir sind in Folge Nummer 10 von Shapes.io. Ja, der Modak war es, glaube ich, der geschrieben hatte, dass ich hier dieses hier besser so machen würde, dass ich jedes Teil einzeln produziere und dann das abnehme. Jede Form sollte einzeln sein, damit hier so ein komischer Stau wie hier nicht passiert. Jetzt müssen wir hier mal überlegen, was wir daraus gelernt haben oder nicht gelernt haben. Ja, wo reißen wir ab, wo reißen wir nicht ab? Das ist die Frage. Also wir kommen hier mit dem Ganzen rein. Der halbe staut sich hier, deswegen geht es hier schon nicht weiter. Das bedeutet, hier muss irgendwo schon das Problem vorne liegen. Das bedeutet eigentlich, dass wir dort schon den ersten Mülleimer installieren sollten. Weil dann kommen die wieder durch, ne? So, die halben hier, die müssen wir dann hier unten wegholen. Machen wir mal hier. Ach so, wir müssen ja noch das Intro starten, sehe ich gerade. Dann lass uns mal das Intro starten. Und nach dem Intro sehen wir uns dann im Großbild wieder, ne? Bis gleich. So, eben den Mülleimer gesetzt, das habt ihr, glaube ich, noch gesehen bestimmt. Aber ja, müssen wir mal gucken, dass wir jetzt hier. Da wird geschnippelt und weggeschmissen, das ist richtig. Jetzt müssen wir hier einen Tunnel bauen, der nach da geht. Und das Fließband muss jetzt hier so rüber. Gut, und dann muss der hier dahin. Die Teile müssen geschnitten werden. Und dann muss das, glaube ich, nach links gedreht werden, damit das richtig ist, ne, oder? Jetzt passiert da nichts, weil rechts kein Mülleimer ist. So, jetzt kommen die halben da raus. Das passt wieder. So, und jetzt das Fließband einfach hier schließen und jetzt sollte es laufen, oder? Kann das sein, dass das jetzt so passend ist? Könnte man das jetzt hier? Nein, kann man nicht, oder doch? Hier jetzt die drehen und dann wieder zusammenfügen, würde ja auch gehen, oder? Ja, ich will schon wieder was machen, was. Warte mal, nochmal. Einmal drehen, zweimal drehen würde richtig sein. Und dann müssten wir. Nee. Müssen wir dreimal drehen. Jetzt muss das richtig sein, ne? Und jetzt wieder da rein, oder? Es müsste eigentlich so funktionieren. Ich hätte nur zweimal nach rechts drehen müssen, glaube ich, oder? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, so wie es aussieht, läuft es hier noch. Die schneide ich ja auseinander und bringe wieder auf ein Band und das ist, die werden ja parallel geschnitten, glaube ich, ne? Das müsste also trotz alledem funktionieren. Gut. Das haben wir. Hier wird die Form zusammengebastelt. Diese Form ist dann richtig, wird mit Weiß gestempelt. Passt, läuft, oder? Okay, das war jetzt erstmal das, was der Dralo, nee, der Dralo nicht, der Mordrak geschrieben hatte. Und jetzt werden wir uns dann demnächst so mit beschäftigen, dass wir erstmal alle Formen hier herstellen. Und dann sollte das soweit funktionieren. Jetzt müssen wir aber mal gucken, was unser Zentrum braucht. Diese Teile braucht. Wir haben die Hälfte davon schon geschafft. Okay, dann gehen wir auf das Sternchen und gucken hier rein. Die laufen da auch rein. Diese Windmühlendinger weiß ich noch nicht, wie wir die produzieren. Dieses hier ist ja ein hochschweres Teil, weil das muss man nämlich dann tatsächlich die Viertel haben, die dann bunt färben entsprechend und dann den Stern da drauf bauen.
Den Stern als solches haben wir ja schon mal hergestellt. Wo wird der gemacht? Hier oben. Ja, da kommt der Stern von da schon. Lass uns mal gucken. Der Stern ist grün, ne? Das würde bedeuten, wir müssen den hier rausziehen. Ach, grün haben wir ja unten tatsächlich die Farbe. Das bedeutet, man baut hier einfach wieder raus. So. Und nehmen den da ab. Die grüne Farbe nehmen wir hier raus. Bauen die jetzt hier so lang, dass wir da rauskommen. Gehen mit dem Tunnel hier rüber. Passt soweit, oder? Kommen dann hier so rum und machen da einen Färber hin. So, ne? Genau. Und jetzt noch ein Fließband da dran. Da rein. Und dann kommen da grüne Sterne raus, oder? Ja. Die haben wir. Was war die zweite Farbe? Diese Viertelkreise dann. Ja, jetzt brauchen wir Viertelkreise. Kreise sind hier. Stauen sich hier überall auf. Das sind Halbkreise, Viertelkreise. Werden hier gemacht. Könnte ich hier eigentlich rausnehmen, ne? Nehmen wir die Viertelkreise da mal raus. Also die Halbkreise holen wir uns daher, sagen wir es mal lieber so. Und schneiden hier auf. Kommen damit erstmal ein Stück raus, damit wir sehen, was Sache ist. Basteln die hier wieder zusammen. Ah ne, da müssen wir nochmal drehen erst. Jetzt müssten sie gleich rauskommen, oder? Die ersten natürlich nicht. Dann machen wir das nochmal so und hoffen, dass sie jetzt gleich rauskommen. So, ich glaube, jetzt sind sie gleich raus. So, jetzt gehen die in der Färberei. Weiß und Rot war gefragt, ne? Ja. Das heißt, wir teilen die hier nochmal auf. Und kommt dann in der Färbemaschine einmal für Rot und einmal für Weiß. Kann eigentlich direkt da dran, ne? Und der? Ne, der. Müssen den zweiten haben, der hier. Da kommt die Farbe von da. Gut. Jetzt müssen wir nur Rot haben und Weiß haben. Rot könnte man hier unten abgreifen. Ist hier aber ein bisschen schwer. Gibt es noch woanders Rot? Da oben ist Rot. Also die laufen noch, das ist schon mal gut. Obwohl es hier sich staut, ist es egal. Die weiße Farbe, die rote Farbe ist hier. Oder da. Hier kriege ich die rote Farbe schlecht weg. Oder wie ist das? Obwohl, wenn ich die neu strukturiere. So mache. Dann kriege ich sie da auch weg. So. Mach das mal so. Und wo muss ich hin? Da oben.
Das bedeutet, wir gehen mal hier so lang. Also das Band läuft noch falsch rum, glaube ich. So, dann ist schon mal ein Viertelkreis rot. Richtig? Richtig. So. Jeder Viertelkreis davon muss mal rausgenommen werden, weil einmal müssen wir drehen, einmal lassen wir so. Ja, Shift-Taste und wir werden das richtig haben, ne? Oben links und unten rechts war gefragt in der Form. Wieso habe ich das? Achso, weil die anderen kommen ja normal raus, genau. Die anderen kommen so dahin, ne? So, jetzt muss ich so eine Maschine haben, dass das wieder zusammengeht. Und hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das vorstelle. So, jetzt müsste eigentlich oben links, oben rechts. Ja, das ist schon mal die Hälfte fertig. So, und das gleiche müssen wir jetzt nochmal in Weiß bauen. Also diese Maschinenstraße hier. Wie geht das mit Kopieren? Das ist die Frage, ne? Wo ist Kopieren denn angesagt? Der Bereich markieren, Steuerung und linke Maustaste. Ich kopiere das mal so, ne? Aha, da stand Kopieren mit C. Ah, er ist Level 12, alles klar, dann kann ich das noch nicht machen. Wissen wir Bescheid. Dann müssen wir es händisch bauen, ne? Jetzt würde das bedeuten, dass was hier rauskommt, mache ich da ja schon weiß, ne? Das bedeutet, wir kommen hier raus, haben hier wieder so ein Teil zum Auseinanderschwenken. Bauen da zwei Dreher hin. Da bauen wir normales Fließband hin. Und dann werden die da wieder zusammengebaut. Und dann muss das so geschwenkt werden. Und da werden die dann auch zusammengebaut. Und jetzt da noch verbinden und da müsste dann nachher das passende weiße Teil liegen, oder? Jetzt muss hier noch weiße Farbe rein. Wo ist die weiße Farbe gebaut? Irgendwo anders, aber nicht hier, ne? Ah, der Weg ist wahrscheinlich zu weit. Was war weiß, ist die Frage. Hier ist das Weiße. Da muss Gelb und Blau zusammengefügt werden. Gelb wäre hier. Blau wäre da. Der Weg nach da oben würde gehen, ne? Das heißt, wir nehmen hier mal Gelb ab und da mal Blau ab. Ah, schade, Shift-Taste nicht gedrückt, ne? Führen das hier zueinander. Kommen mit dem da auch hin. Kommen mit dem da hin. Und kriegen da Weiß raus, oder? Ja. Bauen dann einen Tunnel, der von hier nach da geht. Naja. Geht so, oder? Nee, da müssen wir jetzt einen Tunnel bauen. Und weiter geht's da hoch. Den langen Tunnel machen wir jetzt auch nochmal. Und dann einfach hier angeschlossen, oder? Weiße Teile kommen. So, jetzt bin ich gespannt. Da kam das erste
Falsch. Hier muss mal gedreht werden. Jetzt ist richtig, oder? Ja. Und jetzt müssen wir zum grünen Teil. Wo kam das her? Da oben. Fließband her. So, jetzt war wieder die Frage, welches Teil muss wo sein, dass es passt. Wir werden es gleich feststellen, indem wir es uns einfach so zusammenbauen, ne, oder? Ich glaube, das grüne Teil wird drauf gebaut. Machen wir so rum. Es war genau andersrum. Das bedeutet, das grüne Teil, ja, passt ja sogar schon hier so, ne? Der Tunnel sollte da hin. So. So. Hier stacken. Unser fertiges Teil soll so aussehen, oder? Der Stern in der Mitte grün. Oben links und unten rechts. Ja, passt. So, jetzt haben wir das hier gebaut und müssen auf irgendeine Autobahn, wo es abgeliefert wird. Die ist hier. Ich glaube, wir können da noch mit drauf. Können hier mit drauf. Nee. So rum. So, Tunnel gebaut. Shit, Tunnel nochmal, falsche Taste erwischt. So, die kommen jetzt alle drauf. Gucken, ob noch läuft. Sieht erstmal gut aus. So, hier wird jetzt ein kleinen. Nee, gibt es keinen Stau da. Läuft durch, läuft durch. Ja, läuft durch bis dahin. Wand ist voll. Das heißt, jetzt ist diese. Nee, ist auch noch nicht mal voll. Da gibt es noch leere Stellen. Der da ist falsch gebaut. Da wird irgendwo einer falsch gebaut. Hier kam gerade ein falscher. Wieso wird der falsch gebaut? Ah, da kommt hier unten irgendwo was falsch weg. Da. Hier muss ich. Ah, hier kommen falsche Formen her. Mach das mal weg. Okay, dann würde ich aber sagen, hier dieses falsche Format, das müssen wir dann nochmal bearbeiten. Sehe ich jetzt gerade erst, aber da sind wir in der nächsten Folge dann dran, dass wir das richtig machen. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, ciao!